Diesen Fehler solltest du beim Kauf deiner Fußballschuhe definitiv vermeiden. Und damit willkommen zu einer neuen Folge eurer Fußballschuh-Q&A-Reihe. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer FG-Sohle und einer AG-Sohle? Und wann genau spiele ich eigentlich mit einer SG-Sohle? Das alles wollen wir nämlich heute im Video klären, einer neuen Folge, wo wir eure Fragen zum Thema Fußballschuh beantworten. Heute geht es wie gesagt zum einen um den Unterschied zwischen einer FG-Sohle und einer AG-Sohle und natürlich auch SG. Wo liegen die Unterschiede, wann macht es Sinn, welche Sohle zu spielen und welcher Fehler wird hier oft begangen? Das klären wir heute im Video. Viel Spaß dabei und let's go! Bevor wir natürlich gleich ins Detail kommen, um euch zu erklären, wo liegen die Unterschiede und wann sollte man welche Sohlenart nutzen, erstmal natürlich die Frage, warum sollte man eigentlich unterschiedliche Sohlen bei unterschiedlichen Untergründen spielen? Das liegt schon in der Frage, und zwar gibt es natürlich unterschiedliche Arten von Fußballplätzen, bei denen unterschiedliche Sohlenarten mehr Sinn machen. Warum? Ganz einfach, das liegt unter anderem am Thema Haltbarkeit. Die falsche Sohle am falschen Untergrund löst sich deutlich schneller ab und hat damit natürlich keine gute Haltbarkeit und auch keine Gewährleistung vom Hersteller. Außerdem ist es eine bessere Traktion, wenn man die richtige Sohle am richtigen Untergrund spielt. Und das Ganze kann auch gesundheitliche Probleme mit sich führen. Das musste ich auch selber erfahren. Deshalb macht diesen Fehler definitiv nicht. Welchen wir meinen, das erklären wir natürlich euch heute im Video. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein und erklären, was eigentlich jetzt eine FG-Sohle, eine AG-Sohle und eine SG-Sohle ist. Dann schauen wir uns also mal die verschiedenen Sohlentypen genauer an. Wir haben hier einerseits die wahrscheinlich bekannteste, die FG-Sohle. Hier haben wir die AG-Sohle und natürlich auch mit dabei die SG-Sohle. Optisch kann man hier schon auf jeden Fall ein paar Unterschiede erkennen. Wir machen so, wir starten heute rein mit den zwei bekanntesten Sohlenarten. Einerseits der FG-Sohle, kennt ihr auch aus meinen Reviews, die trage ich am meisten, ist aber nicht ganz korrekt, kommen wir gleich dazu. Man kann sehen, dass die Stollen auf jeden Fall aggressiv angeordnet sind und aus Plastik. Im Gegensatz dazu haben wir hier bei der AG-Sohle ja, mehr Stollen und auch, was hier zum Beispiel bei Nike auffällt, die Stollen sind in der Mitte hohl und natürlich nicht so krass aggressiv angeordnet wie die FG-Sohle. Damit zeigen sich optisch schon die ersten Unterschiede, ganz zu schweigen von diesem Sohlentyp hier zu den Schraubstollen, also der SG-Sohle, da haben wir Aluminium- oder Eisenstollen am Fußballschuh untergebracht. Dazu kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal extra. Starten wollen wir, wie gesagt, erstmal mit unseren bekanntesten. Zum einen haben wir hier, wie gesagt, die FG-Sohle. Die kennt ihr auf jeden Fall aus meinen Reviews. Das ist die meistverbreiteste Sohlenart. Eigentlich so ein bisschen ein Allrounder. Nichtsdestotrotz gilt es hier aufzupassen. Wir haben, wie gesagt, die FG-Sohle mit sehr aggressiven Stollen, die etwas größer und länger sind als bei der AG-Variante und vor allem eine komplett andere Form haben. Ihr habt es gehört, FG, das steht for Grass, also eigentlich für Naturrasen. Aber viele spielen diesen Fußballschuh auch auf Kunstrasen, weil sie einfach in der Saison auf Kunstrasen und auf Naturrasen spielen und damit nur einen Fußballschuh kaufen wollen. Ob das richtig ist, beziehungsweise wann dieser Fußballschuh auf Kunstrasen Sinn macht, erklären wir gleich. Weiter geht es erstmal mit der AG-Sohle. Ihr habt es gehört, die ist etwas anders angeordnet, mehr Stollen, gleichzeitig nicht so aggressiv und auch hier zum Beispiel ein Hohlraum. Das hier ist die AG-Sohle für Artificial Grass, also für Kunstrasen. Speziell dieser Fußballschuh für Kunstrasenplätze geeignet. Warum? Ganz einfach, wir haben hier eine andere Stollenform. Das soll dafür sorgen, dass die Haltbarkeit besser ist. Ihr habt es schon gehört, wenn man die falsche Sohle auf dem falschen Untergrund spielt, gibt es einerseits keine Gewährleistung vom Hersteller und andererseits kommt es deutlich schneller zu Verschleiß. Deshalb gibt es hier die sogenannte AG-Sohle für Kunstrasen, um genau dieses Problem zu lösen. Wir haben hier eine Stollenanordnung, die sich hier nicht so schnell abnutzt im Vergleich zu der FG-Variante auf Kunstrasen. Vor allem auf harten Kunstrasenplätzen macht diese Sohle auf jeden Fall Sinn, da sie sich besser in den Untergrund einbohren kann und auch für die Dämpfung deutlich besser ist. Deshalb auch diese gesundheitlichen Probleme. Falls ihr mal Gelenkprobleme habt auf Kunstrasen oder am Rücken beispielsweise, liegt meistens damit zusammen, dass die Stollen nicht für den Platz geeignet sind. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall auf AG zurückzugreifen. FG, wie gesagt, ist ein gewisser Allrounder, wird von den meisten Spielern eigentlich auf Kunst- und Naturrasen gespielt. Da wische ich mich tatsächlich auch. Hatte bisher keine großen Probleme mit meinen Gelenken. Dennoch muss man hier aufpassen. Ich hatte nämlich den Vorteil, dass mein Kunstrasen, bei dem ich als Dreh relativ weich und auch tief ist, damit können sich auch diese Stollen hier im Untergrund gut einpflegen bzw. gut Traktion liefern. Wenn das Ganze aber ein sehr harter und dünner
Kunstrasen ist, dann wird die FG-Sohle zum einen hier Gelenkbeschwerden eigentlich hervorschüren, kann man nicht anders sagen, und auch die Haltbarkeit darf hier und auch die Haltbarkeit wird hier zu Problemen führen, da sich diese Plastikstollen auf Kunstrasen sehr schnell abnutzen werden und wie gesagt FG hier eigentlich for grass ist. Bei Puma ist es so ein Sonderfall, FGAG nennt sich hier die Sohle, das ist sowohl für Kunst als auch Naturrasen, wobei auch hier die Haltbarkeit natürlich auf Naturrasen deutlich besser ist. Nichtsdestotrotz hat man hier den Vorteil, dass die Sohle von FG und AG hier ein und dieselbe ist. Bei Nike und bei Adidas und so weiter gibt es wie gesagt eine spezielle FG-Sohle für Naturrasen und AG für Kunstrasen. Dagegen haben wir hier noch die SG-Sohle. Ihr kennt sie als Schraubstollen wahrscheinlich die meisten und diese sind hier nur für Naturrasen. Und was hier auch nochmal vom Hersteller besonders hervorgehoben wird, für nasse Naturrasen, eine nasse und rutschige Naturrasen, soll diese SG-Stollen nochmal das Ganze mit der Traktion verbessern. Die meisten Profis spielen auch SG als in der Bundesliga. Das nennt sich ein SG Pro. Das ist eine kleine Glied aus Plastik und Schraubstollen. Warum spielt jetzt quasi in der Jugend weniger mit SG als bei den Profis? Bei den Profis ist es so, dass der Rasen logischerweise vor jedem Spiel bewässert wird. Und damit haben wir genau diese Voraussetzung für nasse Naturrasen. Ich muss sagen, ich spiele SG tatsächlich gar nicht, komme mit FG hier auf Naturrasen tatsächlich auch sehr gut zurecht, weil ich eigentlich immer auf trockenen Kunstrasenplätzen spiele. Wenn man aber wirklich nochmal einen Schuh will, speziell für nasse Plätze, wenn man da drauf nochmal Wert legen möchte, bietet sich SG auf jeden Fall an. Aber die SG-Sohlen darf man natürlich nicht auf Kunstrasen spielen, das führt zu gesundheitlichen Problemen und ist gleichzeitig auch verboten, da dadurch der Platz kaputt geht. Deshalb der SG-Schuh eigentlich der am wenigsten gespielt in dem Jugend- und semi-professionellen Bereich. Beim Profi sieht das Ganze ein bisschen anders aus, deshalb lege ich den Schuh mal wieder weg. Kommen wir jetzt also mal zu einem kleinen Fazit bzw. zu einer Empfehlung. Wann macht es Sinn, eine FG-Sohle und wann macht es Sinn, eine AG-Sohle zu spielen? Wenn ihr tatsächlich nur einen Fußballschuh kaufen möchtet, weil ihr sowohl auf Kunst- als auch auf Naturrasen spielt und das Ganze relativ ausgeglichen ist, dann auf jeden Fall die FG-Sohle, auch wenn man hier damit rechnen soll, dass die Haltbarkeit nicht so gut ist wie bei einer AG-Sohle auf Kunstrasen. Und man muss natürlich auch darauf achten, hat man einen weichen Kunstrasen oder einen etwas härteren Kunstrasen. Falls ihr mehr als irgendwie 80% oder so pro Saison auf Kunstrasen spielt, würde ich euch empfehlen, die AG-Sohle zu spielen, falls ihr hier einfach eine bessere Haltbarkeit haben möchtet und auch vielleicht schon Gelenkprobleme hattet. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Fehler, dass viele machen, dass die FG-Sohle auf AG eigentlich sehr oft zum Einsatz kommt. Ich kann das gerne nachvollziehen, man sollte aber hier wie gesagt darauf achten, ob der Kunstrasen dafür geeignet ist und ob man bereit ist, hier die Haltbarkeit so gewissermaßen zu opfern. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit, zwei Fußballschuhe zu spielen, den FG auf Naturrasen und den AG auf Kunstrasen. Das bleibt aber natürlich jedem selbst überlassen. Ihr findet natürlich unten nochmal die besten FG- und AG-Schuhe verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wir haben hier als Beispiel den Nike Vapor, einfach um zu zeigen, optisch gibt es hier eigentlich so gut wie keinen Unterschied, bis man sich natürlich hier die Sohle mal genauer anschaut. Und wie gesagt, hier fällt einiges auf, dass die Sohlenkonstruktion natürlich hier angepasst ist für den entsprechenden Untergrund. Das macht definitiv natürlich auch Sinn und ihr habt jetzt auch gehört, warum und woran dieser Fehler eigentlich liegt. Und jetzt würde mich natürlich auch mal interessieren, Leute, was spielt denn ihr? Kommentiert mal, welche Sohle oder welche Sohlen ihr tatsächlich am meisten spielt. Wird mich auf jeden Fall interessieren. Wir haben ja auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet. Da kam tatsächlich raus, dass 80% FG und nur 20% AG spielen. Woran liegt das? Ihr könnt gerne mal Bescheid geben, ob ihr einerseits die AG-Sohle nicht kauft, weil ihr mehr auf Naturrasen spielt oder weil ihr einfach nur einen Fußballschuh kaufen möchtet oder ob ihr noch gar keine AG-Sohle probiert habt. Wird mich auf jeden Fall mal interessieren. Alles, wie gesagt, unten verlinkt. Eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da lassen. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen helfen, jetzt den Unterschied zwischen FG, AG und SG hervorzustellen. Zusammengefasst nochmal FG für Naturrasen, eventuell auch für weiche Kunstrasen, aber wie gesagt nur einen Fußballschuh möchte. AG ist nur für Kunstrasen und die SG soll die Schraubstollen für nassen Naturrasen. Ich hoffe, wie gesagt, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Das soll es auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-Q&A-Reihe gewesen sein. Ich hoffe natürlich, wir konnten euch mit diesem Video helfen, um zu erklären, wo spielt man welche Sohle und wo liegen die Unterschiede. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar da lassen, welche Sohlenart ihr tatsächlich spielt, auf welchem Untergrund vor allem. Und natürlich auch gerne die Frage fürs nächste Video. Welche Frage habt ihr zum Thema Fußballschuh, die ihr nicht ganz beantworten könnt? Da wollen wir natürlich weiterhelfen.
Das soll es wie gesagt zum heutigen Video gewesen sein. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, wisst ihr natürlich wie immer, müsst ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So bleibt ihr immer up to date. Außerdem findet ihr natürlich die Schuhe, die wir heute im Video am Start hatten, unten verlinkt. Dort kommt ihr dann zum Sport 2000 Online-Shop. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.